Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Let's Play Grim Tail 6 Die Vergeltung. In der Folge 8 befinden wir uns jetzt. Und kurz bevor ich jetzt weitermache, Freunde, ihr erinnert euch doch bestimmt an der letzten Folge an dieses komische Rätsel hier. Wo ich mich doch beschwert habe, ja, das hat sich mehrfach bewegt und so weiter und so fort. Ich habe mir die Folge ein paar Mal angeschaut, mindestens viermal. Und habe überlegt, es könnte halt auch so gewesen sein, dass man nicht, dass es nicht jetzt auf die Anzahl kommt, wie oft man das dreht, sondern was mir jetzt irgendwie so in den Kopf kommt, dass man nur einmal so, dann nochmal so, also nur einmal, 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 dann einmal so, dann einmal so, dann nochmal einmal so macht. Also dass es ganz normal war, so 1, 2, 3... 4, 5, 6. Also nicht ganz oft 6 Mal oder 5 Mal machen, sondern nur halt einmal nach rechts, nochmal nach rechts. Dann nochmal nach... Okay, einmal nach links, nochmal nach links, dann rechts, dann links, dann rechts, rechts. Wahrscheinlich war es das auch gewesen. Würde ich jetzt sagen. Bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr da schreibt. Und wir können jetzt hier hoch... Nanu? James sieht traurig aus und enttäuscht aus. Die Sache mit dem Erbe scheint ihn zu beschäftigen. Ja, würde mich auch beschäftigen, wenn meine geliebte Schwester das Erbe abstreiten will auf ihn. Und schon wieder ein Tagebucheintrag. Im Schloss gehen merkwürdige Dinge vor sich. Wie kann ich von einem ausgestopften Bären angegriffen werden? Und ich wette, dass ich einen Geist im Arbeitszimmer gesehen habe. Und unsere aktuelle Aufgabe ist momentan... Wartet mal, wir gehen nochmal kurz hier raus. Ich habe das mich jetzt nicht gesehen. Aktuelle Aufgabe. Fällt heraus, was hinter der verschlossenen Tür im Arbeitszimmer ist. Okay, können wir hier was mal eben machen? Hier ist noch ein Bild von Ellie. Hier fehlt eine Note oder sowas. Was ist hier? Verzichtserklärung zu meinem Erbe. Ich, James McRae, verzichte hiermit auf mein Erbe der Familie Blackrock Castle. Zugunsten meiner Schwester Elizabeth McRae. I refuse to let Elizabeth throw her life away. So I visited our lawyer. He tried to talk me out of it, but I signed away my claim to the inheritance. Did the right thing. James hat sein Erbe abgeklemmt, also hätte er folglich auch keinen Grund, Ellie zu töten. Richtig. Vollkommen richtig. Da wieso sollte jemand erst auf das Erbe verzichten, was er hätte zubekommen, und dann, weil er das Erbe verzichtet hatte, denjenigen, der das Erbe bekommen hat, umzubringen? Das macht keinen Sinn, Freunde. Was für eine Überraschung. James hat seinen Anspruch auf das Erbe neutral widerlegt. Das sollte der Richter sehen, auf jeden Fall. Auf jeden. So, was haben wir hier? Ah, das Stück für die Kamera. Okay, das setzen wir gleich mal ein. Die Kamera ist auseinandergenommen. Ich muss versuchen, sie zu reparieren. Also fehlt noch ein Stück. Okay. Sonst hier noch irgendwas Spannendes? Was zur Hölle? Wow, hallo Minispiel. Müssen wir wahrscheinlich aber noch irgendwas finden, sonst geht's nicht. Okay, also hier brauche ich auch keine Erklärung. Wir müssen die Bilder an die richtige Stelle wieder bringen. Also das hier. Das hier. Das kommt hier hin wahrscheinlich. Nee, das war schon richtig. Das kommt hier hin. Und das kommt da hin. Und wir kriegen die Kanone und das Notenteil. Und hier haben wir was von Schrauben. Der ist fest angebracht. Ich muss ihn abschrauben. Seht ihr, wir haben am Anfang der wahrscheinlich irgendeine Folge hatten wir einen Schraubenzieher. Aber die Gute muss das ja immer wegschmeißen. Ui, wir kriegen einen Ersatz. Okay, hab nichts gesagt.
Okay, jetzt taucht Musik wieder auf, aber das ist wahrscheinlich Umgebungsmusik. Okay, wir haben einen Hebel. Wir haben aber auch eine Glühbirne, glaube ich, bekommen, oder? Nö. Aber ich weiß, wo wir den Hebel herkriegen, brauchen. Nämlich hier. Und da kriegen wir den Handschuh. Sollen wieder ins Büro. Und da müssen wir ein sehr, sehr schönes Minispiel spielen anscheinend. Oh Mann. Info. Zerstöre die feindliche Türme, indem du mit der Kanone auf sie feuerst. Verwende Gewichte, um den Winkel der Kanone zu ändern. Ziehe die Kugel nach hinten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Okay, also wenn ich jetzt so mache, kommt jetzt wahrscheinlich in keinen Turm rein. War mir klar. Was ist jetzt, wenn ich... Ich wollte eigentlich nicht fahren, ich wollte eigentlich ein Gewicht dranhängen, aber okay. Hier oder wie? Oder... Ne, da oben wahrscheinlich. Okay, noch eins. Weil ich will jetzt mal den vorderen Turm erwischen. Das ist jetzt wieder zu schwer, oder was? Hä? Noch eins? Vielleicht treffe ich ja den hinteren. Einfach mal testen, ob ich überhaupt irgendwas treffe. Dann darf halt aber kein Gewicht dran sein. Hä? Irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz. Ich nehme jetzt mal das Schwerste. Wenn da jetzt... Ich muss ein bisschen mehr kommentieren, sonst heißt es wieder, ich würde nichts kommentieren. Hä? Verstehe ich nicht. Komm, lass mich doch wenigstens den einen Turm treffen. Das Spiel sagt nein. Noch eins. Fast. Noch das letzte Gewicht drauf. Hallo, ich will das letzte Gewicht auch noch drauf tun. Okay, eins muss ich mal runter machen. Okay, dann mache ich das Kleine hier mal runter. Das hätte doch jetzt reingepasst, oder nicht? Okay, nehme ich noch eins runter. Ich muss einfach ein bisschen austesten immer. Schauen, wo die Kugel hinfliegt, in welchen Winkel. Nehmen wir mal das weg. Ich verstehe das Minispiel noch nicht ganz. Weil ich habe so ein Minispiel überhaupt noch nicht gehabt.
Okay, wenn ich das kleinste Gewicht nochmal mache und den Winkel noch ein bisschen erhöhe. So, jetzt arbeite ich mich mal so vor. Das wird nichts. Also so kann das nichts werden. Okay. Das sieht so aus, als wäre der Winkel schon mal richtig. Ah, jetzt haben wir einen geschafft. Okay, einen Turm haben wir schon mal geschafft. Wie gesagt, ich habe es ja euch bereits, ich glaube am Anfang gesagt, dass ich, wenn ich an einem Minispiel ein bisschen länger zu knabbern habe, dass ich dann dieses Minispiel ins nächste nehme. Das Rätsel mit dem Steinkreis habe ich nur übersprungen, weil es mich am Schluss genervt hat. Okay, dann nehmen wir mal den mit drauf. Nehmen das wieder mit runter. Okay, das war nichts mit Erfolg gekrönt. Nehme ich den mal runter. Vielleicht ein bisschen weiter. Nee, das war wieder zu weit. Und da waren wir schon drin. Jetzt habe ich mal das Schwerste mit drauf. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Nehme ich das jetzt mal mit drauf. Das kleine Gewicht. Nehme ich das hier mit drauf. Na komm schon, wir haben doch einen Turm, haben wir doch geschafft, das schaffen wir doch die drei anderen auch. Hör doch gelacht. Na aber jetzt komm. Kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt wieder das ganze Gewicht hier, die ganzen Gewichte drauf sind, oder? Ich nehme mal das Schwerste runter. Na komm, geh rein. Was ist jetzt denn daran so schwer jetzt? Du bist eine Kugel, du bist rund, also müsstest du eigentlich da reinpassen. Das war jetzt schon wieder zu weit. Ich nehme mal das Gewicht mal wieder runter. Das ist zu weit für den Turm, okay. Dann triffst du nur auf den, den wir schon haben. Okay, oh. Das will mir noch die Logik, also ich weiß, dass Wimmelbit-Spiele ihre eigene Logik haben, das weiß ich. Habe ich gerade Hagen gesagt? Na komm.
Das müsste doch eigentlich perfekt da reinfliegen. Da fliegt es wieder dahin. Nehmen wir das wieder weg. Okay, wenn ich das jetzt schaffe, dass das ein bisschen höher ist. Und hier so mache. Das erschließt sich mir jetzt aber nicht ganz, warum der Winkel nicht stimmt. Normalerweise, wenn ich ganz schwach schieße, jetzt ist es eigentlich so. Dann darf der Winkel aber nicht so groß sein, dass das hier irgendwo reinfliegt, oder doch? Oder bin ich von vorgestern? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich dieses Minispiel ärgern will. Hab ich irgendwie das Gefühl. Wartet mal. Entschuldigung, aber wenn ich gerade so wortkarg bin, aber mir kommt die Logik bei diesem Minispiel jetzt nicht gerade so. Die Wimmelbildlogik kommt mir dann jetzt nicht so richtig gut vor. Jawohl! Jetzt brauchen wir noch zwei. Oh man, das kann ja was werden. Okay, nehme ich jetzt mal... Hallo. Nehme ich mal das Kleine hier weg. Mache es so. Da hüpft er immer noch dagegen. Also kann der Winkel schon mal nicht stimmen. Ich glaube, wir müssen das Show jetzt wieder ein bisschen erhöhen. Ich nehme jetzt mal den dazu. Aber den haut's immer da am Eck hin, die Kugel. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht mehr die hinteren nutzen. Okay, aber wenn ihr wissen wollt, ob ich dieses Minispiel schaffe und ihr keins meiner Formate mehr verpassen wollt, dann schaut mir, verfolgt mich in die nächste Folge, in der Folge 9. Und wenn ihr keins meiner Formate da verpassen wollt, wie gesagt, lasst mir ein Abo da. Und schreibt mir doch zu der Folge doch mal euer Feedback, was ihr zu diesen Minispiel gehalten habt. Bis jetzt zu den ganzen Minispielen, die es in diesem Teil gibt, würde mich brennend interessieren. Und wenn es euch natürlich ganz doll gefallen hat, lasst mir ein Abo. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Es ist spät, Entschuldigung. Daumen nach oben. Ihr versteht, Daumen oben wird man euch loben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Schönen Tag noch.